Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch den Afterpatch vom Kato Kamerad Glitch zeigen. Ja, auch mit dieser Version müsst ihr euch wieder ins LSK mit begeben. Das heißt, ihr und euer Freund, ihr braucht ihr auf jeden Fall wieder die Hilfe von einem Freund. Begibt euch einfach ins LSK mit dem Auto, von dem ihr dann hinterher die Settings auf ein anderes Auto übertragen wollt. Euer Freund muss auch irgendein Auto mitbringen, welches Auto es ist, ist völlig egal. Euer Freund kann natürlich auch jetzt mitmerchen, wenn er mitmerchen will, dann muss euer Freund sich auch einfach das Auto jetzt mit ins LSK mitnehmen, wovon er dann die Settings übertragen will. Und ja, dann würde ich sagen, dann können wir jetzt auch schon direkt losstarten. Wir gehen einmal ins Interaktionsmenü auf LSK Meet, starten einmal das Sprintrennen. Unser Freund muss dann die Einladung einmal annehmen. Wir lassen jetzt einfach die Zeit ablaufen. So, sobald die Zeit dann abläuft, wird das Rennen dann automatisch starten. Wir warten jetzt einmal, bis das Rennen startet. Sobald das Rennen dann jetzt startet, öffnen wir einmal das Interaktionsmenü und begehen einmal Selbstmord. So, sobald wir wieder spawnen, begeben wir uns einmal zur Arena. So, dort bei der Arena angekommen, müssen wir einmal respawnen. So, wir begeben uns wieder zur Arena, einfach zur Garage. So, wir öffnen einmal das Handy, rufen den Mechaniker an und fordern uns jetzt einmal das Auto an, was wir uns merchen wollen. In meinem Fall mache ich das jetzt mit dem neuen LM87. Wir bleiben einfach mit dem Cursor drauf, nichts bestätigen. So, wir fahren einmal zum Garagenausgang, drücken Dreieck zum Respawn. Sobald die Leiste fast voll ist, einfach Dreieck loslassen und X-Bam. Dann werden wir einen schwarzen Bildschirm bekommen, kann auch etwas länger dauern. Und wenn wir jetzt wieder gespawnt sind, werdet ihr sehen, dass ihr die Settings auf das neue Auto übertragen habt. Und ja, um das Auto jetzt abzuspeichern, entweder wenn euer Freund jetzt auch mitmerchen will, müsst ihr dann das Rennen einmal zu Ende fahren. Und ja, wenn euer Freund nicht merchen will, dann muss euer Freund einmal dann die Sitzung verlassen. So, in meinem Fall wollte mein Freund auch merchen, das heißt, er hat dann das Rennen eben beendet. Und sobald das Rennen dann beendet ist, können wir auch ins LSK mit reinfahren und können das Auto somit abspeichern. Wie gesagt, ihr könnt das Auto auch einfach in die MOC reinfahren und auch dort abspeichern. Und um dann sicher zu gehen, ändere ich jetzt noch irgendwas. Einmal kurz die Panzerung ändern, dann LS Customs verlassen und schon habt ihr das Auto abgespeichert. Und ja, wenn ihr euch jetzt das nächste Auto merchen wollt, müsst ihr euch wieder dann ins LSK mitbegeben, ein Sprintrennen starten und einfach die gleichen Schritte wiederholen. Und ja, das war's auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.